Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir müssen ein Sturmbiest jagen. Der Witz daran ist, wir müssen erstmal eins finden. So, jetzt ist die Frage, wo finden wir ein Sturmbiest? Theoretisch, wir können Schnellreise machen, oder? Warte mal kurz, wir können Schnellreise machen. Ich komme hier nicht, über, keine Ahnung, warum ich hier nicht wegkomme. Hier, ich klebe fest, ich komme hier, merkt ihr das? Keine Ahnung warum. Aber ich hänge hier fest. Ich kann hier bewegen, problemlos. Sobald ich auf die Karte gehe. Ist aus, vorbei mit lustig. Die waren doch vorne alle an diesem fetten Flussufer, wo wir vorne vom Berg runtergesprungen sind. Das ist ja die Frage, ob wir da auch wirklich was finden. Ja, das eignet sich gut. Du bist Zarentu. Hallo. Hier, der Kinglor-Wald ist voll mit köstlichen Kochzutaten. Ah, danke. Ich sehe dich. Dein Geist geht zu Awa und dein Körper bleibt, um uns zu nähren. Danke für diese Gaben. Danke vielmals. So, das war eine gute Jagd. So, ich habe hinten vorhin eine Gruppe von unseren Leuten gesehen. Ehe ich dann dieses Sturmbiest erlegt habe. Hallo? So oder so, ich will dir nichts Böses.
Hallo? Möchtest du diesen Armpanzer? Er ist aus der Rinde dieser Pflanze hergestellt. Ein Geschenk der Aranahe an die Sarentu. Danke. So, ab zurück zum Heimatbaum. Ich habe ihn erwischt. Fuck. Danke für die Gaben. Schon weg, siehst du? Minimal zu langsam. War mal minimal zu langsam, sonst hätte man den Natterwolfzahn auch gleich mitnehmen können. War, glaube ich, eine ganz erfolgreiche Jagd. So, jetzt gehen wir in die Vika, das was ich haben wollte. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir das zusammenbauen können. Holz. Oh, Beutel ist voll. Warte mal kurz. Beutel ist leer. So, jetzt ist er wieder voll. Vielleicht schauen wir mal, wo hinläuft. So, wir haben Sturmbiest. Wir haben einen Sturmbiest erlegt. Wir sollten jetzt hier was herstellen. Das hier. Beginne Herstellung. Herstellen. Jetzt zeigt Gatnat, wie du deine Farben mit unseren vermischst. So wie dein Volk einst. Hab keine Angst vor ihm. Er bett laut, aber er beißt nicht. Ich komme gleich nach. Ja, was muss ich jetzt machen? Sprich mit Kanat, dem Oloektan der Arana im Verderben des Heimatbaums. Der ist oben. Gefällt es dir hier? Stopp. Das ist ein einfaches Rezept. Könnte sogar. Zack. Das heißt, wir müssen jetzt immer wieder, wenn wir die Chance haben, Tiere zu jagen, müssen wir immer mal wieder eins töten, glaube ich. Schon zurück? Ist die sinnlose Suche schon vorbei? Nee. Ich war ein Weilchen weg. Apropos Essen.
jetzt siehst du wie eine Sarentu aus. Der Verlust deines Volkes schmerzt uns. Wir schätzten seinen Rat. Aber du bist nicht hier, um sein Wissen zu teilen. Die Himmelsmenschen! Der Widerstand kämpft gegen sie. Doch er braucht Hilfe. Deshalb bist du gekommen? Du stehst in unserem Heimatbaum. Selbst du, ohne Volk, musst seine Wärme spüren. Und ich soll den Krieg hierher holen? Nein. Sie bringen Krieg! Bitte! Wir, das klingt so dramatisch, die Stimme. Wir möchten keine Kämpfe. Aber du willst uns hineinziehen. Weißt du noch deine Familie? Kaum. Mutter. Ihr Lächeln. Ihre Wärme. Hast du sie sterben sehen? Hat sie gelächelt, um dich zu beruhigen? Hast du Eivas Licht in jemandem erlöschen sehen? Du hast richtig Eindruck hinterlassen. Gartner ist sonst unerschütterlich. Bitte sei vorsichtig. Ich wollte ihn nicht verärgern. Kopf hoch, statte dem Wipfel des Heimatbaums einen Besuch ab. Die Zeit ist zurück. Jetzt muss ich ganz da hoch, oder was? Take it over im Kingdom Nest oben im Heimatbaum. Okay. Ja, wir müssen da oben. Hier ist raus. Wir müssen nach oben. Die Frage ist, kommen wir überhaupt da ganz da hoch? Weil war da nicht oben irgendwann zu Ende? Oh nein, wir sind hier. Sie werden auch mir folgen. Etua. Die Kinglor sind unruhig. Der Regenwald war einst ihre Heimat. Die Himmelsmenschen haben sie verjagt. Ist nur dieses Nest übrig? Ja. Und der Heimatbaum wird schwächer durch die vielen Kinglor hier. Ach, sie, wie die Königin sie umsorgt, sie beschützt. Sie ist die geborene Führerin. Es wohnt ihr inne. Sie weiß, wo sie hingehört. Meine Mutter sagte, stetes Herz sieht stete Flügel. Bei ihr waren sie ruhig. Manchmal hat sie sie morgens gepflegt. Für sie gesungen. Ach, ihre Liebe war genug. Keine Sorge. Sie tun nichts. Die Kinglor sind friedlich. Aber bei Gefahr werden sie wild. Ihr Stich schmerzt und sie greifen im Schwarm an. Auch wir müssen stechen. Ikdu, wo ist er? Dein Vater sucht nach ihm. Er ist nicht hier? Wir müssen zu Gatnat. Nein, geh nicht allein. Suchen wir ihn gemeinsam. Das Volk braucht seine Zeit. Hier. Ich werde das regeln. Lass mich mit ihr gehen. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, wo du gebraucht wirst. Wo ich hingehöre. Okay. Warte mal, ist das die wir das letzte Mal getroffen haben auf dem Ikran? Ich glaube schon. So, Blick ins Protokoll. Neuer Charakter, Itu. Eigene Kartenmarkierung. Ja, das weiß ich schon, aber das bringt mir auch nichts, wenn du mir dann rumspackelst. Itu, Aranahe Jäger. Ja, das ist der, den wir vorhin getroffen haben, oder? Das ist das schlimm, die schauen alle so gleich aus. Ein richtiger RDA-Satz von mir. Die schauen alle so gleich aus. So, neue Quest. Wir müssen jetzt Etu suchen, meines Wissens.
Der vermisste Jäger. Etu bat mich, die Jäger für viele zu reden, um mir die Suche nach dem vermissten Etu zu helfen. Das Lager ist östlich des gewundenen Sees und nördlich des Heimatbombs. King Law. Also fette Motte. Riesenstechmotte, Pflanzenfresse, Höhe 10 cm, Länge 35 cm. Das ist eine riesige fette Motte, Freunde. Hallo auch. Skillpunkte verdient einen. Das heißt, wir haben wieder einen Skillpunkt. Müssen wir mal schauen, was wir so freischalten. 222. Ne, da war eine 1 drin. Ich habe es gesehen, da war eine 1 drin. Die haben wir noch nicht erfahren. Du kannst 5 weitere Kochzutaten herstellen. Sehr schön. 222. Gut. Weg mir auf der anderen Seite. Ja, den Ikran würde ich gerne. Oh, fuck! Boah. Das dachte ich voll runter. Oh, das knapp. So. Vielleicht findest du das interessant. Warte, was? Hast du das gesagt? Brauchst du Hilfe mit einem Ikran? Ja, hätte ich gern einen. Hätte ich gern einen. So. Wir müssen jetzt erstmal Eto zurückholen. Wie beunruhigend. Aber es wird. Die Rüstung wird einer echten Kriegerin nicht gerecht. Endua ist eine Meisterin. Wir sollten ihr alle in die Schlacht folgen. Apropos. Wir hatten hinten eine neue Frisur, glaube ich, oder? War das nicht so? Also nichts als Nebel und Pilze. Bist du ein Jägerin? Schon wieder? Hab ich so gehört. Wie konnte ich es schon wieder zerstören? Versteckt. Ich glaube, da nimmt dich jemand auf den Arm. Niemand kann nur in den Felsen leben. Da können wir nur was herstellen? Oder ist doch oben? Hier oben war auch noch was. Ja, ich glaube, da hinten war das, wie wir aussehen wollen. Das warst du, glaube ich. Genau. Hart, haben wir jetzt eine neue Frichtung freigeschaltet. Also okay, wir bleiben einfach so. Und raus noch. Wir müssen den Jäger retten. Der Jäger muss gerettet werden. Wir brauchen keine Einmischung von außen. Das glaube ich, dass du das glaubst, dass ihr keine Einmischung von außen braucht. Ich sehe das leider ein bisschen anders. Ich stelle mir das nachts irgendwie extrem cool vor. Ja, das hört sich schon krass an. Ich meine, ich höre den Ton ja nicht so ganz. Ich spiele ohne Kopfhörer. Und ich versuche mir den Ton so auf die Lautstärke zu bringen, sodass man es nicht im Mikro doppelt hört. Und ich aber zumindest noch so notfallböse Sachen oder so mitkriege.
Der Schimmergipfel. Hallo, Freundin. Wie wäre es mit einer Mahlzeit und einer Geschichte? Diese Aromen erfreuen den Gaumen und den Geist. Klingt wunderbar. Was kochst du? Oh nein, mein Kind. Du bist für das Gericht verantwortlich. Ich werde dich anleiten und dir etwas erzählen. Die Sarentu lernen schließlich gern die Traditionen der anderen Clans. Das gefällt mir. Wo finde ich die Zutaten? Ah, das Sammeln gehört zu deiner Reise, verstehst du? Die Hauptzutat ist Rindenfrucht. Scharlachpilze verfeinern den Geschmack. Wir benötigen makellose Zutaten. Gib dich nicht mit niedriger Qualität zufrieden. Nimm dir Zeit beim Ernten und beschädige sie nicht. Rindenfrucht und Scharlachpilze. Das klingt einfach. Einfache Rezepte sind oft nur schwer zu meistern, meine junge Sarentu. Und dieses ist das Einfachste. Leider hat der Gifthauch der Himmelsmenschen alles verdorben. Selbst diese Früchte und Pilze. Aber wenn du aufmerksam suchst, wirst du dennoch herausragende Exemplare finden. Lass dich von mir anleiten und ich verspreche dir eine lohnende Geschichte. Okay. Seltene Materialien. Ja, ein kleiner Ausdruck, wie du seltene Versionen von gesammelten Materialien findest. Ja, das haben wir ja auch schon rausgefunden. Das war ja das Prinzip. Shit, wo müsste ich hin? Dahinter. Ich muss weiter in die Richtung. Glaube ich, oder? Sind wir da? Was zu teilen. Oh, gerne. Sei gegrüßt. Schön, eine. Wer ist wer von euch? Du siehst müde aus. Möchtest du etwas essen? Wer redet mit mir von euch? Oh, nicht, sie müsste in dem Lager sein. Ah, nur oben. Du bist nicht Fevilu. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ah, die Sarentu. Rey wollte die Himmelsmenschen beobachten und sie herumstolpern sehen. Ein Sturmgleiter ist vor kurzem in den Wald gestürzt. Weißt du, was los ist? Das ist nicht Ewa. Herstellungstisch. Lorei will sicher nicht, dass wir uns in ihre Angelegenheiten einmischen, aber du kennst die Himmelsmenschen. Wir nicht. Und Lorei ebenfalls nicht. Kannst du sie vielleicht beim schattigen Hain treffen? Ja, kann ich machen. Ich weiß, warum du hier bist. Ich will helfen. Oder mich überwachen. Etua schickt dich. Sie will nicht, dass ich Gatnat verrate, was sie tut. Etua macht sich nur Sorgen um Etu. Typisch Sarentu. Immer diplomatisch. Hoffentlich. Irgendwann. Vielleicht brauchen wir deine Diplomatie. Wir sind keine Kämpfer und diesmal zu weit gegangen. Was meinst du? Die Himmelsmenschen kommen immer näher. Also wehren wir uns. Nur wir drei. Damit Gatnat nichts bemerkt. Sonst ist immer alles in Ordnung. Wir kehren zurück. Feiern. Aber diesmal hat es Eto nicht geschafft. Er braucht mich. Ich muss los. Ich begleite dich. Ich folge unseren Spuren. Du hast keine Ikran. Ich kann hier suchen. Vielleicht sind Sommei und er näher, als du denkst. Vielleicht.
Man findet ihn oft bei den Steinsäulen, den Hügel hinunter. Am Fuß der Klippen ist eine Höhle. Check deine Ausrüstung. Die Himmelsmenschen sind in Gruppen unterwegs. Und nimm die großen Blätter, um deinen Fall aufzufangen.